Der nächste Araber ist sehr ängstlich. Außerdem hat sein Züchter Blasen im Maul entdeckt. Tamme hat einen Verdacht. Wir brauchen hier die Trense. Das Mundstück, was das Pferd drin kriegt. Ja, geht nicht. Die geht nicht. Da hat der Allergiedrop. Und die sein? Das musst du ihm kicken. Alles, was Edelstahl ist, wenn du jeden Tag reitest, nicht älter wie ein Jahr werden lassen. Dann muss es weg. Dann kommt Nickel. Nickel hast du nachher, wenn du Nickel kriegst in den Pferde, dann machen die so mit dem Kopf, wenn einer kommt. Oder machen Schnalden mit Lippen und sowas. Nickel geht in den Verstand und bleibt da. Sie werden schwachsinnig von Nickel. Kupfer macht eine Allergie, aber wenn wir Kupfer weglassen und du gibst jetzt ein Edelstahlgebiss drauf, dann läuft er sofort und er will auch nicht immer mit dem Kopf hoch beim Reiten. Der bleibt lang stehen und kann besser im Rücken freier laufen. Ich nehme ihn als einen sehr erfahrenen und verantwortungsvollen Menschen wahr. Er ist niemand, der Bücher gewälzt hat und sich die Sachen angelesen hat. Das ist wirklich Talent, was er hat. Seine Tipps helfen mir sehr und es ist eindrucksvoll, wie schnell er die Probleme erkennt. Einfach, indem er sich die Pferde anschaut. Die Langstreckenrennpferde sind wieder auf Trab. Jetzt können die Ostfriesen den afrikanischen Sonnenuntergang auf der Lodge von Freund Gunnar genießen. Tamme stellt fest, dass die Nächte in Afrika viel ruhiger sind als in Ostfriesland. Und das hat einen speziellen Grund. Carmen hat komisch bei dieser Temperatur nur halb so viel geschnarcht. Hallo, ich schnarche. Ja, und es ist auch nicht mehr das Problem, wenn sie schnarcht, weil es, dieser Ton und dann diese Wildarten, die dann draußen sich auch noch untereinander unterhalten, zum Beispiel Löwen und so, das klingt wie, als wenn sie... Du sprichst von dir, du hörst dich selber, will ich mal sagen. Ne? Guck dem, sie ist ertappt. Nichts davon. Hör mal, in Afrika, in Afrika wird man Mensch braun, aber du bist jetzt Winnetou, Schätzelein. Das war vorhin auch so. Nach Hause, nach Hause gehen wir nicht. Solange brennt noch Licht, nach Hause gehen wir nicht. Wir beide hier. So, jetzt kriegst du deine Musik wieder. Am nächsten Morgen ruft wieder die Wildnis. Tamme und Carmen machen einen Ausflug zu einer Auffangstation für Raubkatzen. Farmbesitzer, die Leoparden, Löwen oder Geparden gefangen haben, können sie dort abgeben. In speziellen Gehegen werden sie versorgt. So, hier ist jetzt das Gehege. Und der Solomon ruft zu uns gleich. Geh mal hier. Hier müssen sie irgendwo sein. Hallo? Kleine süße Miezekatze, ne? In diesem Gehege leben Jungtiere, die von Menschen großgezogen wurden. Die Raubkatzen lassen sich jetzt auch nicht mehr auswildern. Beeindruckend, würde ich sagen. Aber du kannst ruhig drüber machen. Hier, Miezekatze. Hier. Darum ich als Tierfreund, ich habe heute Morgen schon 2 Hunderberg getrunken. Wenn man mich irgendwo als Futteraufnahme bekommt, dass sie nicht Magenverstimmungen kriegen. Wir haben Miezekatzen. Aber die sind wunderschöne Tiere, oder? Ja. Und wenn die denn so oben in den Bäumen liegen, auf so einem Ast und gucken dann so runter, das sind doch schon tolle Raubkatzen. Also Leoparden gibt es bei uns ganz selten. Die ziehen ab und zu mal durch.
Aber das sind bei uns, wir sehen den Leoparden überhaupt nicht als Problemtier oder ja, der reißt vielleicht mal einen jungen Kudu oder sowas auf der Durchreise. Das ist für uns nicht das Problem. Für uns das größere Problem sind die Geparden. Die sind ja in großen Rudeln oder Gruppen kommen die ja bei uns. Die Geparden sind für Gunnar zu einer echten Plage geworden. Gemeinsam mit Tamme will er den Raubkatzen eine Falle stellen. Vorsicht. So, jetzt geht das hier runter. Gunnars Köder, Gepardenkot. Ohne Handschuh. Guter Handschuh. Tamme Hanken hat natürlich seine ganz eigenen Methoden. Ihr kleinen lieben Miezekatzen, und dann immer diese Voodoo Worte von ostfriesischen Jäger. Mizi, Mizi, Mizi. Afrikanische und ostfriesische Jägerskunst trifft aufeinander. Er hat die Falle, er hat das Ungetier, das sind seine kleinen Lämmer, Fristier und seine Kitze. Und wir Ostfriesen ärgern die Nachbarn, wenn wir jung und übermütig sind, gerne mit Baldrian. Baldrian lockt Kater an. Und wenn die Kater sich treffen, verprügeln sie sich, dann machen sie nichts wie Blödsinn. So, und wir versuchen dasselbe jetzt. Wir wollen mit Baldrian versuchen, den Gepard zu locken. Und dann sehen wir, ob wir hier einen in der Falle kriegen. Das ist nur mal so ein witziger Test. Ob der Pferdeflüsterer auch ein Händchen für wilde Tiere hat, wird sich zeigen. Morgen werden sie wieder herkommen. Jetzt fehlt nur noch ein geeigneter Platz für die eigene Lodge in Afrika. Carmen und Tamme machen sich mit ihrem Gastgeber auf die Suche. Gunnar hat auch schon einen speziellen Ort, den er den beiden Ostfriesen zeigen möchte. Was eine herrliche Aussicht, ne? Hier hast du 270 Grad Aussicht. Ja. Und bei uns kommt ja die kalte Luft im Winter aus Süden. Mhm. Und jetzt habt ihr hinter euch einen kleinen Rücken. Mhm. Der hält den kalten Südwind ab. Ja. Gunnar hat schon konkrete Vorschläge für den Alterssitz. Es ist ja eine natürliche Ebene hier an diesem Hang. Und da habe ich mir hier diese Bumerangform vorgestellt. Nach Norden hin. Das ist ja für uns, was für euch nach Süden ist, ist ja für uns nach Norden hin. Das ist ja die ideale Baurichtung. Das sieht gar nicht schlecht aus, aber weißt du, was ich liebe? Was denn? Du sagst es. Ein Turm. Ein Turm? Wo krieg ich meinen Turm hin? Das ist ein Turm. Da schaut's mal. Ich muss an einer Ecke einen kleinen Turm haben, der einfach so ein Stockwerk höher sein kann wie der ganze Bau, wo man dann reinguckt in die Kalahari. Wo man richtig so einen fetten Fernglas aufstellen können. Ja, weißt du, das aber weißt dann du, rundum. Man, aber dann und dann rundum gucken. Der müsste eigentlich so, oder der Turm müsste hier separat einfach so gestaltet werden. Ja. Schätzele, komm, wollen wir Wasser suchen? Ja, müssen wir gucken. Einmal einen süßen. Jetzt wollen wir gucken. Der ist nicht sehr beweglich. Weiß nicht, ob der gut zieht. Tammes Farm soll autark sein, mit eigener Wasserversorgung. Der Knochenbrecher macht sich selbst auf die Suche nach Grundwasser. Ein im Saft sich befindlicher Stock. So, und der biegt sich. Wenn wir anfassen, ist es wie ein Medium. Er geht in uns rein und sucht uns, zeigt uns an, wo Wasser ist. In diesem Gebiet müssen wir laut dem Stock Wasser finden. Down. Hier bricht er ab. Deine Kette bitte, Schätzelein. Meine Kette? Pass gut drauf auf. So. Das ist mein Beschützer. Das bin ich. Aha. Ja, es ist Wasser da. Es ist auch gutes Wasser hier unten. Wollen wir mal sehen, wie tief. So, und zeig ich mir für das Gift. Schätze, wie tief ist das Wasser hier? 120. Gutes Wasser, aber wir will gleich sehen, wie viel. 115. 115, ja, 120. Das Plätzchen ist super. Und wenn wir uns, bevor wir alte Säcke sind, noch irgendwie was für uns tun wollen,
und hierhin. Hier möchte man sich auch engagieren, so mit den Tieren und alles. Es ist wunderschön hier. Einfach Natur. Ah, die Aussicht ist ein Traum hier, ne? Die Seele bummeln lassen, ne? Jo. Aber so, nur so geht Ideen, das. Die du mal so hast, dann auch in der Nähe irgendwo eine Wasserstelle zu machen, wo man dann vom Haus aus die Tiere vielleicht sogar beobachten kann, ne? Das ist natürlich ein Traum. Darum mit so einem Turm übers Haus weggucken. Ja. Und dann auf die schöne Wasserstelle Idee. Raus. Ja. Das hat was. Kann ich mir schon gut vorstellen. Schätzelein, das wird was. Super. Also so ein bisschen träumen. Doch der Knochenbrecher wird seine Riesenpranken so schnell nicht in den Schoß legen. In Namibia gibt es jede Menge tierische Patienten und in Afrika sind Tierchiropraktiker so zahlreich wie Palmen in Ostfriesland. Pferdebesitzerin Stefanie Vogts ist froh, dass sie einen Termin bei dem großen Ostfriesen ergattern konnte. Ihr Pferd Glippi lahmt seit einiger Zeit. Tamme lässt den Vierbeiner ein paar Meter laufen. Am Gang erkennt er meist schon, wo der Huf drückt und das Tier seine Probleme hat. Vorne rechts und hinten rechts. Wir haben hinten eine Verstellung. Du musst mit deinen Hufen aufpassen. Sie stehen so. Da nimmt man praktisch, komm Schätzelein, außen weg bis dort so circa hin. Okay. Da schneidet man alles weg. Dann passiert das so, der Huf steht so, er fällt um und du nimmst ihn gerade. Okay. Da, wo der Huf hin zeigt, muss es weg. Das Pferd soll ja gerade unterdrehen. Mhm. Jetzt läuft er so dran vorbei, breit, tritt innen auf und prellt sich hier immer den Nerv im Gelenk. Da kann er von hinten nicht korrekt nachlaufen. Und so ein Pferd wird einfach dann wehrig. Weißt du, er wird ungenießbar unterm Sattel. Okay. So. Und was wichtig ist, auch einen oberen Puls. Ihr habt sehr trockene Füße an diesem. Der gehört jeden Tag mal eine halbe Stunde in so ein Wasserloch rein. Okay. Ihr müsst euch eine kleine Mulde machen und dann muss das Wasser rein. Und da bindet ihr mal einen Gaul nach dem anderen rein. Okay. Dann kann der Huf arbeiten, geht auseinander und dann läuft das Pferd viel, viel freier. Okay. Die Sonne. Das Zebra sucht sich denn die Matschlöcher, ne? Eine Matsche, genau. Au. Aber doch schön. Die Eisen hinten dürfen ruhig so ein Stück länger sein. Nach hinten weg? Ja, nach hinten okay. weg. Okay. Komm mal ins Maul. Das ist gelb. Mhm. Siehst du? Mhm. Jetzt wollen wir die Zunge mal holen. So. Der Löffel ist etwas weiß hier, weiß-blau. Zähne sind gut, außer dass vom oberen Zahn ein Haken runterkommt. Ja, der Papageienschnabel. Hat einen Termin jetzt. Der muss immer weg. Ja. Er hat eine irrsinnige Ruhe, auch wenn er jetzt dabei redet und sich bewegt und hin und her dreht und alles Mögliche, aber er hat eine Ruhe. Das merken die Pferde. Und er ist sicher, selbstsicher. Und das hat nichts mit seiner Größe zu tun. Das ist einfach. Der strahlt eine Selbstsicherheit aus und ich meine, er hat ein ungemeines Wissen. Er hat viele Tipps, auch wie man das Problem lösen kann, ohne dass man jetzt medizinisch daran muss. Und das ist natürlich der Vorteil. Du willst ja nicht ständig Medizin in dein Pferd reinpumpen, wegen jedem kleinen Wehwehchen. Ich würde jetzt unseren Pferden zu Hause, die ich reite, eine Flasche Malzbier am Tag geben und immer sehen, dass ich Mineralien genug gebe. Dann werden sie auch nicht müde. Super. Darum trinken wir in Ostfriesland auch jeden Tag unser Bier. Und wenn das Pferd jeden Tag eine Flasche Bier kriegt, ist es auch gesund. Okay. Pferde und Männer, ach, nur Männer erhältst du mit Bier gesund. Okay. Und Pferde und Frauen, wie hältst du die gesund? Ich weiß nicht. Gib beiden viel Arbeit und Beschäftigung und sie laufen ihr Leben lang. Okay. Marina, das sieht man doch bei dir. Nee? Das klappt doch. Einen haben wir noch im Rücken. So, jetzt sehen wir, das Pferd hat hier dachförmig. Also von so einer Wirbelsäule nach unten geht es steiler. Ja. An der linken Seite geht es etwas breiter runter. Was bedeutet das? Die eine Seite mehr bemuskelter.
Du hast links, rechts das längere Bein. Mhm. Johannes, hältst du mal das Pferd fest, damit wir die Frau auch ein bisschen gerade kriegen, wenn wir Schulter und Hals mal lösen. So, das ist eine ganz einfache Übung. Die Arme werden angewinkelt, nach hinten locker, atmen, ausatmen. Und so, lösen wir die Schulter. Oh, die Brille, die werden wir mal ein bisschen. So, ganz locker lassen und zack. Indem wir die Impulse über dem Finger dorthin geben. Jetzt bück dich mal hier. Und den Hals bewegen und mal hoch und die Schulter mal bewegen. Das muss sofort richtig leicht werden. Ich verstehe jetzt, was mein Problem ist mit diesem, wenn das hier hinten wehtut. Und ich merke das auch beim Reiten, dass ich immer zur einen Seite versuche zu rutschen. Dabei sitze ich schon zu sehr zu der Seite wahrscheinlich, ne? Du willst dich retten. Du willst gerade auf dem Pferd sitzen. Ja. Dann machst du so, um das Bein nicht so unter Druck zu halten. Du bist aber immer hier unter Druck und drückst das Pferd immer dann mit dem steifen Schenkel nach rechts weg. Du hast immer falsche Hilfen, verstehst du? Ja, leider. Das Einrenken von Mensch und Tier ist die eine Seite. Die andere ist, eine langfristige Lösung für die immer wiederkehrenden Blockaden zu finden. Legen wir den Sattel hin drauf. Und jetzt sehen wir, dass der Sattel hinten viel zu tief liegt. Vorne im Widerrissbereich kann ich von meiner großen Hand tatsächlich vier Finger runter tun. Du musst ihm schauen, vorne sind vier Finger breit runter. Wenn ich die zwei Finger breit dorthin tue, dann sitzt du optimal und hast eine Entlastung im Rücken. Das bedeutet, wenn du jetzt leicht trabst, macht der Sattel immer so. Steht. Und er weiß schon, was ihm wehtut. Merkst du das? So. Und er pufft da rein. Ja, die beiden sind wieder startklar. Jetzt muss sie nur den Sattel umändern. Und dass die Füße sich vollsaugen können mit Wasser. Und dann hat dieses Pferdchen eine ganz andere Art und Weise, mit der Trockenheit klarzukommen. Ja, und das mit dem Sattel ist natürlich hier im Land auch nicht einfach zu lösen, das Problem. Wir müssen unsere Sättel immer nach Südafrika schicken, damit sie das machen können, weil wir hier nicht die Maschinerie haben, um die aufzuwärmen, dieses Erhitzen. Und dabei kosten diese Geräte nur ein paar hundert Euro. Mm. Aber ich denke, da muss auch jemand ran, der ein bisschen Ahnung hat. Ja, es muss vom Pferd individuell gesteuert gemacht werden. Ja. Ist so. Aber gut, du kannst deinen Schimmel schon ins Bett bringen. Willst du Heia machen? Ja, ne? Nee, fressen. Nein, Malzbier. Die Patienten sollten dem Heiler schon zuhören. Das war eigentlich echt super. Ich habe Unterschied gesehen an seiner Bewegung danach. Das ist, ich habe halt gemerkt, wenn er sich bewegt, dass es oft alles ein bisschen steif wird. Und jetzt nach dieser Behandlung geht das freier. Und das fühlt er, hat in dem Augenblick zwar einen Schrecken gekriegt, aber jetzt wird er auch den Unterschied merken, dass es besser sich anfühlt danach, der Körper. Genauso wie mit mir, mit meinem Nacken auch, dass es sich echt danach lockerer anfühlt. Noch vor Sonnenuntergang wollen Tamme und Freund Gunnar ihre Qualitäten als Fallensteller überprüfen. Mit Baldrian wollten sie Geparden fangen. Nix drin. Aber da ist neue Scheiße. Das ist neue Scheiße. Das ist frisch. Siehst du die Haare da drin? Ja. Haare drin, das ist, der ist relativ frisch. Hier wollten wir ja nun mal einen Geparden drin fangen. Gleich wie. Der Duft ist ihnen nicht unangenehm. Sie sind bis vor der Falle gewesen. Jetzt müssen wir ihnen nur noch einen Appetitanreger da reingeben. Ja, aber sie ist eine intelligente Miezekatze. Sie ist vorsichtig. Sie sind vorsichtig. Und intelligent sind sie auf jeden Fall. Das ist klar. Die gehen nicht einfach nur so in eine Falle rein. Nun ist das ja ein Spielplatz von denen. Und deswegen haben wir das ja auch gestern hier aufgestellt. Sie waren ja auch wieder zurück. Also ich sag mal, chancenlos ist es hier nicht. Nein, besser wie die andere Stelle. Auf jeden Fall, sehe ich auch so. Ja. Aber wir werden auch raffinierter. Wie die Miezekatze. Denn ein Ostfriese gibt so schnell nicht auf. Tamme Hanken hat sich ja fest vorgenommen, wiederzukommen. Und womöglich auch zu bleiben.